So, machen wir weiter. Gehen wir mal hier runter oder hüpfen halt hier drüber. Hm, das hier sieht so aus. Oh, kommt noch. Ja, kommt gleich noch einer. Komm, spring rüber. Wenn wir jetzt wieder hier hinspringen, dann ist vor dir gleich wieder einer. Kommt noch einer? Nö. Aber jetzt gehen wir erst einmal hier runter. Hier ist eine Gesundheitsführung. Da ist nichts. Aber da ist eine... Aua. Das war nicht so, wie ich es wollte. Aber hier wollte ich dran. Und da oben ist noch ein Safe Point, den wir natürlich mitnehmen. So. Da hoch springen können wir nicht. Ah, jetzt müssen wir die Bienen etwas missbrauchen sozusagen. Weil ich habe hier ja keine Kiste gesehen, die wir dafür benutzen können. Höchstens wir können... Aua. Nein, so klappt das nicht. Wir können mit dem Krieger nicht hoch genug springen. Wenn wir mit ihr die... Nein, wir können die Pfeile, die Seile nicht durchschneiden. Deswegen müssen wir das wirklich so machen. Aber gut. Warum ist hier gleich ein Safe Point hinterm anderen? Ach, wegen dem Kumpel da unten. Zwei Schläge, der ist hinüber. So. Sie braucht noch einen Punkt. Er braucht noch einen Punkt. Okay. Oh, fehlen nicht mehr viele Fiolen. Jedenfalls Gegner-Fiolen nicht. Und ein Geheimnis fehlt natürlich noch. Hier brauchen wir wieder den Kistentrick. Ist schon irgendwie brutal, dass wir hier die armen Kisten aufspießen. Hm. Da oben sind mehr Fiolen als man meint. Und hier ist auch eine Kiste zum Verschieben. Nein, so war das nicht gedacht. Oh, es sind zwei Kisten sogar. Okay, dann heißt das, eine können wir hier aufspießen. Dann können wir die andere hier hochholen. Um da hoch an die Fiole zu kommen. So, ich hoffe jetzt bloß nicht, dass ich das zweite Secret irgendwie übersehen habe. Das wäre nämlich ärgerlich. Hm, vielleicht ist es hier unten. Aua, hier unten ist auf jeden Fall schon mal eine Erfahrungsfiole und da oben sind Gegner. Aua. Aua. Und das war für die Katze. So, das sehen doch nicht. Jetzt hier hoch, hier rüber. Ah, Gott sei Dank habe ich diese Gesundheitsflasche. Auch wenn die mich hier nicht zu retten scheint. So. Hier muss man verdammt vorsichtig springen.
Und einfach so mal ordentlich draufhauen. Den Stein schieben wir da rein. Und haben noch eine Erfahrungsfiole. Einmal Aufzug, bitte. Und sag mir jetzt bloß nicht, dass hier das Ende ist. Nein, ist es zum Glück nicht. Hey! So, Schild weg. Oh, Gesundheit, das ist gut. Ich denke mal, hier müssen wir wieder mit Tricks arbeiten. Das war eine blöde Idee. So, erstmal hier hoch, nämlich so. Nein, nein, du bleibst schön da balanciert. Dann können wir nämlich hier. Nö, können wir nicht. Oder können einfach gleich da hochspringen, ja. So geht's auch. Okay, denn hier noch ein Checkpoint ist, bedeutet das, dass es noch etwas weiter gehen dürfte. Hallo Jungs. Ich habe ein Willkommensgeschenk für euch. Auch wenn euch das ein bisschen wehtun dürfte und ihr euch bei Freude überschlagt. Ja. Da kommt noch einer. Oh, 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 oh. Ja, das ist ja jetzt aber nicht so freundlich. Und da oben ist die zweite Secret-Tür. Sehr schön. Ach, willst du hier hoch? Komm, ich helf dir. Ich nehme dir dein Schild ab. Okay. Ich hab dir ein bisschen geholfen. Okay, erstmal hier hoch, den hier loswerden. Und jetzt will ich da dran. Auch wenn das ein ziemlich trickiger Sprung wird. Ah, fast geschafft. Ja, das hier muss jetzt sein. Ich will an diese Truhe ran. Genau. Dankeschön. Roter Meisterstein gefunden. Den behält mal der Zauberer. Obwohl, ja doch, den kann erstmal der Zauberer behalten. Dann können wir jetzt wenigstens drei Planken machen. Und hopp. Hüpf. Und hoch, und hoch, und hoch, und oben. So. Na, drei Erfahrungsfiolen fehlen uns jetzt. Egal. Hier müsste nämlich jetzt dann das Ende kommen, denke ich mal. Und das sieht so toll aus. Hier diese Ruine. Und hey, da ist ja schon das dritte Artefakt, oder? Yeah. Es ist nicht hier! Nein, nur ein großer Zauberer im Schlaf. Kannst du das hören? Kann das sein? Könnte der große Zauberer... Licht, heller als die Sonne, blendete unsere Welt. Bilder von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer, es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden.
Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Ja, Trine steht ja irgendwie für Tree, also für drei. Also besteht der Trine aus den drei Artefakten, die wir ja jetzt eigentlich zusammentragen. Nur mal, um das Hintergrundwissen ein bisschen aufzufrischen. Und wir haben ja am Anfang das erste Artefakt für Seele und Verstand gekriegt. In der Burg haben wir das zweite gefunden und das dritte ist ja jetzt nicht an seinem Platz. Wegen dem Erdbeben und weil es gestohlen wurde. Und gerade durch das Erdbeben und den Diebstahl ist alles hier den Bach runtergegangen und es laufen die Toten rum. Shit happens, würde ich sagen. Dieses ganze Rumgespringe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Und ja, der Krieger, der nervt sofort rum. Während wir in die Minen vordringen und uns da hinten schon mal die erste Fiole holen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier jetzt weitergehen, was mache ich dann bei... Hier mache ich dann bei der nächsten Aufnahmesession weiter. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Ich auf jeden Fall, vor allem beim Skelette verprügeln mit dem großen Hammer. Auch wenn das ein bisschen falsch klingt. Ich habe ihnen gezeigt, wo der Hammer hängt. Also gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.